mitnehmen. Warte. Ich will noch filmen. Den Reichspfennig. Ist noch was versteckt. Irgendwas zu essen ist hier versteckt. Zeig mal. Ist das was zu essen? Ja. Willst du es mal kosten? Nicht? Nee, weil es lag auf dem Waldboden. Kann sonst Tiere, Bakterien sein. Denkst du, das ist was zu essen? Ja. Ich denke, das könnte ein Ei sein. Oder so. Auf jeden Fall kann man es nicht essen. 1925. Buddel. So. Aber wir nehmen es mit, Papa. Schnalle oder so. Da liegt irgendeine Packung. Große Packung Müll. Ja, hier liegt eine Menge Müll. Ich glaube, es hat einen Wurm. Es hat einen Wurm gefunden. Wurm, hab dich. Ein Wurm. Ein Wurm, Babywurm. Zurückbache. Und Zugrab. So. Da ist es. Papa. Noch mehr. Das ist es nicht. Ah, da hab ich. Da ist es. Na, was ist denn das? Ein Wurm. Ein Wurm? Wurm. Das ist aber ein interessanter Wurm. Den lassen wir wieder frei. Es ist ja kein echter Wurm. Ich weiß, aber das ist Müll, das dürfen wir auch nicht mitnehmen. Warum? Weil das giftig ist. Komm, wir suchen weiter. Ich suche Wurm. Du musst einen Wurm haben. Da ist es schon. Papa, ich möchte einen Wurm. Der ganze Wald ist voller Bäume. Voller Würmer. Der Wurm. Ich suche den Lolo-Wurm. Von der Kerze sein oder der Rest von der Dose. Wir nehmen es auf jeden Fall als Müll mit. Ist ein bisschen. Ey, da ist es ja schon. Lass mich erst mal gucken. Was denn? Was Großes. Das ist auch hier. Riesengroß. Hier das Ende. So, Spur. Boah, das ist gut. Papa, du hast deinen Salben, deinen Pinpointer vergraben. Ich glaube, das ist ein Dingelhopper. Den lassen wir besser hier. Warum? Zu groß. Nein, ich glaube, das ist auch was Größeres. Lass mich mal gucken.
Darf ich mal gucken? Ich hab's doch schon. Hab noch was gefunden. Eine Schraube. Ups, das war mal ein Nagel. Ich hab's gleich. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, ein Knochen. Ein Knochen? Ein hartes. Zeig. Lass mich das mal machen. Aua. Ist irgendwas Großes. Ich hab's. Das ist ein Türscharnier. Ist noch ein bisschen Holz dran. Könnte darauf hindeuten, dass hier mal eine Tür war. Von dem Haus. Ich auch. Hm? Ich auch. Wie, du auch? Dass hier eine Tür war. Du denkst, hier war eine Tür? Ja. Könnte das die Tür vom Hexenhaus sein? Ja. Von der Hexe? Ja. Mit Hänsel und Gretel? Ja. Die damals Hänsel und Gretel gefressen hat? Nee, hat die nicht. Hat die nicht? Ich dachte. Doch, hat sie. Nein. Doch. Da hat sie Plätzchen gegeben. Hänsel und Gretel wurden gefressen. Nein. Von der Hexe im Wald. Nein. Und die wohnte genau hier. Und da hinten liegen noch die Knochen von Gretel und Hänsel. Und der Kopf. Hallo. Darf ich vielleicht erstmal ein bisschen zu Ende detekten? Finger weg! Reinhacken und drehen. Wer? Vorsicht. Ich möchte es aber. Vorsicht, sonst sind die Finger ab. Was möchtest du doch nicht, oder? So wie bei Mama. Weil sie nicht gehört hat. Das darf ich nehmen. Warte. Warte. Ich will noch filmen. Was ist das denn? Knopf. Meinst du? Ich glaube, das ist gar kein Knopf. Gib mir. Das ist was Komisches. Nehmen es auf jeden Fall mal mit. Komischer hoher Leitwert. Vielleicht ist da drunter direkt ein Maulwurf dran. Ja. Dann hast du den Maulwurf jetzt gerade halbiert. Warum? Warum? Weil du mit dem Spaten in seinen Gang gehackt hast. Aber ich glaube, so flach ist hier kein Maulwurfsgang. Die sind tiefer in der Erde. Und am liebsten sind sie ja auf Wiesen. Oh, da habe ich den Fund schön zerkratzt. Schon ist er weg. Weggeschnappt. Ein Geldstück. Das ist ein Bodenloch. Papa, ich glaube, da vorne ist ein Schatz. Ach, ich hab's schon mit rausgeholt. Da ist warte doch mal, was ist das denn? Hallo, jetzt beruhigen Sie sich mal. Kann das sein, dass du ein bisschen gierig bist auf Münzen? Woher kommt denn das? Du kannst es haben, es ist ein Zinker. Zinker? Ja, ein Zinker. Wie viel Geld hast du denn schon? So. Also das war jetzt ein sehr schönes Signal. 62er Leitwert. Und du weißt, was 62er Leitwerte sein können, ne? Oder etwa nicht. Ja, geil.
Es ist gut, du brauchst das nicht mehr zeigen. Warum? Na ja. Weiß doch warum. Weil wir es schon gezeigt haben. Ich glaube, du hast es. Ich glaube, du hast es. Ich glaube, das ist es. Das tut dem Baum weh. Nein, das war ein toter Baum. Warum weißt du das? Weil das nur ein Ast war. Hallo, Schnapp ist doch nicht immer so schnell weg. Ich will das doch zeigen. Da, Papa. Was denn? Hier waren wir schon mal. Guck. Jetzt zeig mal das Geldstück. Gib mal her, ich will das zeigen. 10 Reichspfennig. Und könnten auch Rentenpfennig sein. Kann man nicht erkennen. Hier liegen einige interessante Sachen. Stimmt's? Ja. Meinst du, wir finden hier noch was Größeres? Ja. Was denn? Ein Monster. Ein Monster? Ja, ein großes. Oh, da habe ich schon gehört. Was? Das Monster. Hast du gehört, das hat einen Baum umgekippt. Naja, noch ist es nicht dunkel. Strahlend blauer Himmel, da gibt's keine Monster. Ja, was ist das denn? Ist das ein Geschenk? Ein Geschenk des Waldes. Das lassen wir besser hier. Das ist Kaka. Ein großes Signal. Oh. Happen. Interessant. Eine Pistole. Eine kleine Flasche. Ja. Flasche haben. Eine kleine Trinkflasche für Kinder. Nein, das ist Metall. Hier ist wieder was. Ein großes Signal. Ein deutliches. Wo ist es? Ja. Ich weiß. Da vorne ist ein Mann. Ein fremder Mann, der gelacht hat. Weißt du, was lustig ist? Ein Blatt ist schon und die anderen sind Pixie. Guck mal. Hier ist ja schon. Papa, guck mal. Mhm. Ein Blatt ist schon und die anderen sind Pixie. Gehört nicht dazu. Ja. Wieder eine Hülse. Eine abgeschossene. Geht. Wir haben hier in dem Umkreis ganz viele von diesen Ringen gefunden. Papa, du kriegst zwei Geld, Mama kriegt. Ich denke, das sind Zeltplanringe, ziemlich große. Hier ist noch ein bisschen Plane dran. Es ist Frühling übrigens, obwohl wir erst Januar haben. Ist es gar nicht. Ja, hört sich aber so an. Und hier das gesamte Areal liegt voll mit diesen Ringen. Vielleicht ist ja hier doch noch was Interessantes versteckt. Darf ich das Geld haben? Was ist das für ein Schatz? Das soll sein? Alter Nagel. Kann doch nicht so hoch reinkommen. Das kann es nicht sein. Das muss hier drin sein.
Da ist es. Das meine. Meine. Was willst du denn damit? Das ist ein alter Deckel. Na, mein Deckel. Nein, meine. Meine Haare. Willst du den nicht lieber in die Mülltasche tun? Warum? Ich möchte das. Was? Müll. Hey, Müll. Aber da ist doch Müll drin, nicht nur. Naja, das ist alles Müll letzten Endes. Wir haben ja noch nichts Gutes gefunden. Doch, die Ringe und Geld. Ich glaube, die Nacht bricht herein. Die Kreaturen der Dunkelheit kommen aus ihren Löchern. Wir sollten hier schleunigst verschwinden. Wir wollen noch ganz lange sondeln. Nein, ich möchte jetzt nach Hause gehen. Es sind inzwischen ein paar Tage vergangen. Ich bin wieder im gleichen Wald, wo ich mit meiner Tochter war. Und das habe ich gefunden. Eine dicke Hülse gerade eben. Und jetzt habe ich hier was entdeckt. Ein größeres Signal. Der eine oder andere von euch erkennt es bestimmt schon, was es ist. Es ist was richtig Cooles.